Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es geht mal wieder um das Design. Heute um das Design des LG G2. Wir wollen uns mal anschauen, wo sitzt was, wie ist die Verarbeitung, gibt es irgendwelche Besonderheiten? Und ja, ihr wisst es, dort gibt es einige Besonderheiten. Das schauen wir uns jetzt an. Ich wünsche euch viel Spaß, los geht's. Und zwar beginnen wir auf der Rückseite. Wir fangen langsam an, kommen dann immer ein Stückchen näher und sehen hier, dass wir ein Unibody-Gehäuse haben aus Polycarbonat. Es fühlt sich gut an und es gibt kein Smartphone, das ich bisher hatte, das so gigantisch gut in der Hand liegt. Tolles Gewicht, tolle Maße, wunderbar. Wir gehen die Rückseite mal langsam hoch und finden dort natürlich einige Kennzeichnungen, die Modellbezeichnung, wo das Ganze hergestellt wurde, und wir sehen hier diese schöne Maserung, nenne ich das mal, die wir auf der Rückseite haben. Übrigens, die Rückseite glänzt sehr stark. Gehen wir noch ein bisschen höher, kommen wir zum Hauptdesignmerkmal, nämlich zum Rear Key und der Kamera. Und jetzt sehen wir etwas wirklich Innovatives und wirklich Mutiges. Die komplette Steuerung, die wir sonst rund um das Gehäuse finden, also lauter, leiser Wippe und den Ein-Aus-Power-Button, finden wir auf der Rückseite mittig platziert oben. Das ist wirklich mal eine Idee, auf die scheinbar noch kein anderer gekommen ist. Ich finde sie wirklich praktisch. Wir finden also eine Leiser-Taste und eine Lauter-Taste, in der Mitte dazwischen den Ein-Aus-Power-Button, und genau so, wie sie dort zu finden sind, bedient man sie auch. Das Ganze ist gar nicht mal so dumm gelöst, denn wer sein Telefon länger, beispielsweise beim Telefonieren, in der Hand hat, der wird seinen Finger irgendwann vermutlich automatisch dahin legen, und wer viel telefoniert und ab und zu mal den Ton lauter und leiser macht, der kennt das, dass er irgendwie um das Telefon rumgreift und dann die Tasten suchen müsst. Das ist hier extrem einfach. Darüber finden wir noch die 13-Megapixel-Kamera und eine Single-LED, die als Fotolicht agiert. Wir gehen mal zum Rahmen und beginnen oben. Dort finden wir einfach nur ein Sekundärmikrofon zur aktiven Geräuschunterdrückung, beispielsweise wenn wir mit dem Lautsprecher telefonieren oder wenn wir ein Video aufnehmen, und einen Infrarotport. Das heißt, wir können auch hier wieder den Fernseher steuern. Die rechte Seite ist absolut uninteressant, denn weil wir die Steuerung auf der Rückseite haben, finden wir hier nichts. Dafür gibt es aber unten viel zu sehen: den 3,5 mm Klinkenanschluss, einen Lautsprecher, die Micro-USB-Anschlussbuchse und natürlich auch ein Mikrofon zum Telefonieren. Links ist es dann wieder wenig spannend, aber wir finden hier immerhin den Slot für die Micro-SIM-Karte. Einfach reinstechen mit irgendwas langem, dünnen, Schlitten rausholen, SIM-Karte rein, zumachen und dann kann es losgehen. Vorne wird es dann schön. Wir finden oben links oberhalb des Displays eine Frontkamera mit 2 Megapixeln, Licht- und Annäherungssensor für die Helligkeitsregulierung und die Display-Ausschaltung, wenn man sich denn das Teil ans Ohr hält. Und dann finden wir noch eine große Benachrichtigungs-LED. Dazu oben in der Mitte eine Hörmuschel, natürlich zum Telefonieren. Unterhalb des Displays gibt es ein LG-Logo und keine Tasten, denn diese befinden sich direkt im Screen, also auf dem Display sind sogenannte On-Screen-Tasten. Apropos Display, jetzt kommen wir schon mal zum zweiten Designmerkmal nach dem Rear Key, denn die Ränder, die sogenannten Bezel rund um das Display, sind rechts und links extrem dünn. Man denkt fast, dass das Display bis komplett an den Rand geht. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und da ich schon über die On-Screen-Tasten gesprochen habe, hier sind sie, und hier gibt es einige Individualisierungsmöglichkeiten. Wenn mir die Reihenfolge nicht gefällt oder ich einfach noch ein weiteres Icon drin hätte, dann kann ich mir das einfach auswählen. LG ist also freundlich, und auch wenn mir Grau nicht gefällt, dann kann ich einfach Weiß nehmen. Man könnte statt Grau auch Schwarz sagen, je nachdem wie man es denn betrachten möchte. Und das war's auch schon. Das war das Design des LG G2. Ein wirklich schickes Gerät, wenn ihr mich fragt. Vielleicht seht ihr das ja genauso. Ihr habt nun alles gesehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Tag verschönern damit. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.